Annehmen. Ist gleich erledigt. Schicken wir euch schon mal weiter. Ich hatte mich gerade schon gefragt, was ich für sie tun könnte. Ab geht da. Wir wollen den Sith töten. Ich muss dazu da hoch. Genau. Jo. Was? Noch nicht aufgedeckt gehabt? Wow. Schau an, schau an. Stopp. Falscher Weg. Wow. Wenn ich ankomme, fährt er hoch. Auf und davon. Los. Schneller. Schneller. Das war's mit dir. Oh, was war das denn? Ursprüngliche Fokuslinse. Na gut. Steht an der Arsch. Den snack mal jetzt weg hier. Lord Ratari nehme ich an. Endlich stehen wir uns gegenüber. Ah, ihr seid gekommen. Ihr seid nicht so vorsichtig wie euer Meister. Das gefällt mir. Delokon, hier ist Barras Lakai. Sagt, was ihr zu sagen habt und tut es, bevor ich diesen Möchtegern-Attentäter getötet habe. Barras ist verrückt und paranoid. Ich war ein treuer Diener und meine Deckung war intakt. Hat er etwa erwartet, dass ich mich damit abfinde, ermordet zu werden? Einfach auf den Tod warte? Kommt schon, redet mit Barras. Vielleicht hört er auf die Vernunft. Haltet ihr mich für so dumm? Auf gar keinen Fall. Delokon und alles, was er über die Operationen eures Meisters weiß, sind jetzt mein. In 100 Jahren, wenn ich eine Legende unter den Sith bin, werden euer und Barras Tod durch meine Hand nicht mal eine Fußnote wert sein. Ich könnte mich jedoch nie dazu herablassen, mich mit einem bloßen Schüler wie ihr es seid zu duellieren. Ihr habt diese Ehre nicht verdient. Ich habe euch vom ersten Augenblick an für einen Feigling gehalten. Ha, ihr könnt mich nicht reizen, Wurm.
Diese Männer sind meine Elitewache. Ausgebildet gleich zum Kampf tot gegen Sith. Die Hälfte von ihnen könnte euch bereits töten. Aber ich will niemanden bevorzugen. Wenn das so ist, werde ich sie alle vernichten. Wenn ihr es so eilig habt zu sterben, dann tue ich euch den Gefallen. Angriff! Was ist jetzt los? Der ist tot? Der ist besiegt? Was ein Lutscher? Ich gebe auf. Noch nie habe ich solch hohe Kraft gesehen. Der Sieg und der Mond gehören euch. Ich übergebe das Zepter freiwillig. Die Gefahr, die Delokon für euch und euren Meister dargestellt hat, ist mit ihm gestorben. Ich hoffe, das stimmt euch mir gegenüber wohlgesonnen. Ja gut. Ihr habt mich um das Vergnügen gebracht, ihn zu vernichten. Ihr steht über solch belanglosen Aufgaben. Lasst andere wie mich solche Dinge für euch tun. Jetzt wird es mir klar. Eines Tages werdet ihr euch über euren Meister erheben. Ihr... Nicht ich werde Darth Barras Ende sein. Gewährt mir Gnade, damit ich es miterlebe. Ehrt mich mit einer unwichtigen Rolle dabei. Ich mache euch zu meinem Handlanger, den ich rufe, wenn ich es für richtig erachte. Ja, ich werde geduldig auf euren Ruf warten. Geht nur euren Geschäften nach und vergesst nicht, ich stehe euch zur Verfügung, wann immer ihr Barras stürzen wollt. Von jetzt an ist dies euer einziges Interesse in der Galaxis. Ihr habt alle anderen Ambitionen von mir genommen. Oha! Zum Glück ist es endlich vorbei. Vielleicht können wir jetzt zum Schiff und runter von diesem Felsen. Lord Barras wird einen Bericht erwarten. Na dann, grüßt ihn von mir. Ich kann es kaum erwarten, zurück in mein Quartier zu gehen und eine Runde zu schlafen. Heya! Wird gemacht. Ich jetzt etwa 9 Gefährten? Das wäre nice. Wo muss ich denn hin? Nach da unten. Ne? Ja. So. Ja, hierhin. Das Taxi ist dort. Wir werden uns noch ein bisschen umgucken und die restliche Stadt aufdecken, denn da fehlt noch ein bisschen was. Zum Beispiel die Casinos. Da möchte ich auch gerne mal sehen, wie das aussieht und... Oh, vielleicht kann man da irgendwas Schönes machen. Also werden wir noch nicht mit Barras reden, den wir eines Tages stürzen werden. Da lang.
Hat überhaupt was bekommen gehabt? Ja, bisschen crap. So, hier, Casino. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ich hätte vielleicht erst dahin fliegen sollen. Naja. Ah, das sieht richtig geil aus. Ich guck mir gerade noch Stadt A zu Ende an. Hab die Klassenquest durch. Soll mich jetzt auf dem Schiff melden. Aber ich will die Karte hier noch komplett aufdecken. So, das haben wir. Dann gehen wir mal ins Casino. Ich hab die ja erst gerade angefangen, also es dauert bei mir, glaube ich, noch etwas. Die geht ganz schnell, doch. Wir haben ja unterschiedliche. Ich hoffe es zwar, dass sie schnell geht, aber... mal abwarten. Ja, wenn die Aufnahme hier zu Ende ist, ist bei mir sowieso zick für heute. Ich will einfach nur noch die Karte komplett aufdecken, um die XP einzusammeln. Bist du Level 38 jetzt? Ja. Yeah. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Hier ist noch gar nichts aufgedeckt. Holy moly. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas unabsichtlich nicht aufdecken. Also ich glaube, wir werden nochmal zurückkommen zu dem Planeten dann. Das weiß ich nie. Oh, das ist eine Nebenquest, die du einfach nicht gemacht hast. Vielleicht habe ich schon aufgedeckt, keine Ahnung. Die ganzen Casinos? Okay, nee. Da hinten das Geschäft. So, jetzt ist hier auch alles aufgedeckt. Oh, Sozialobjekte, Händler. Seht ihr etwas, das euch zusagt? Sklavenarmbänder, okay. Beehrt uns bald Brauch wieder. Brauch ich nicht. Ich habe keinen Sklaven. Bereit für den nächsten Buffet. Boah, der mich jetzt erschreckt, ey. Wenn man es genau nimmt, du hast eine Sklavin. Dein Gefährte ist ein Sklave. Die ist kein Sklaven mehr. Die hat keinen Sklaven-Dingsbums mehr am Körper. Ich habe sie freigesprochen
Sie folgt mir jetzt einfach nur. Sie ist halt meine Gefährtin. Hier stehen Haufen Leute rum. Läuft. So, was gibt's hier? Ja gut, von hier bin ich gekommen. Wow. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reise. Ganz nah Shadars aufgedeckt. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Verkaufen. Leben Sie wohl. Genau, und die zwei Knallköpfe können wieder... Oh, es gibt schon 2700. Welchen Archäologenrang hab ich denn jetzt? Ich bin schon fünften Grades. Wenn ich lieber dafür einsetzen wollte. Überlassen Sie alles mir. Ja, gut. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Das Sammeln dauert jetzt auch länger. Was verkaufst du? Nix. Hier. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Energieschild 5. Das kann ich alles noch nicht holen. Doch, Schiffspanzerung 5. Grades. Ich hab die 3. Grades. Ja, Hammer. Das war's. Das ist 40. Das ist 39, das ist 41, 42 und 50. Und das. So. So kann ich das nicht reparieren. Egal. So, das haben wir. Hat mich sehr gefreut. Ach, das war in der Wettire. Alles klar. Nein, das nicht. Hm.
Okay. Was ist? Ich suche gerade den richtigen Aufzug. Für? Den Hangar. Man kann mit jedem Aufzug fahren, aber du kommst nur bei einem wirklich weiter. Will da jemand schon weiterfliegen? Wieso fliegen? Ich muss einfach nur zum Raumschiff. Das heißt doch nicht, dass ich weiterfliege, oder? Ja gut, sobald du das Raumschiff betrittst, verlässt du ja immer diesen Planeten, witzigerweise. Das heißt aber nicht, dass ich gleich zum nächsten fliege. Ich muss ja dort erst einmal mit dem Dings quatschen. Mit dem Holo-Terminal. Und solange ich das nicht mache, passiert doch nichts, Darko. Boah, fick dich, ey. Das ist die dritte Startrampe, die nicht richtig ist. Jetzt hab ich die Faxen dicke. Es gibt nur vier. Nee, hier gibt's achte. Achte? Okay. Sith-Inquisitor, Kopfgeldjäger, Sith-Krieger. Da war ich doch! Was ist das? Rettungskapsel. Nein. Was bedeutet euch Familie? Ich meine, müssen das Leute sein, mit denen man tatsächlich verwandt ist? Unsere Abstammung macht uns aus. Das ist Familie. Ich weiß nicht. Vielleicht. Ich schätze, meine Mutter und Schwester werden immer besonders wichtig für mich sein. Als ich für Nock Drayen gearbeitet habe, während dieser Piratengeschichte, hatte er eine Tochter in meinem Alter. Risha. Ist nicht so, dass Nock besonders nett zu ihr gewesen wäre oder so. Aber er hat sie Prinzessin genannt und ich wünschte mir, ich wäre sie. Du hast bisher nur von Mutter und Schwester gesprochen. Was ist mit deinem Vater geschehen? Tot. Versklavt. Verschwunden.
Wir wussten es nie wirklich. Vielleicht wollte ich deswegen Risha sein. Risha war stark und klug. Sie konnte an Bord alles tun und ich ging mit ihr überall hin. Plötzlich hatte ich wieder eine Schwester. Jahrelang hieß es nur Risha und ich gegen die Galaxis und jeden, der uns das Leben schwer machte. Erinnerungen an die guten Zeiten im Leben sind später Gold wert. Wer seid ihr und was habt ihr mit dem Sith gemacht, den ich kannte? Am Ende schmiedete Nock einen geheimen Plan, an dem ich nicht teilhaben konnte. Sie sind scheinbar beide dabei umgekommen. Aber eine Zeit lang war ich glücklich, sehr glücklich sogar. Genug davon. Hast du schon mal die Rettungskapsel auf dem Schiff benutzt? Nö. Wohin führt die? Was macht die? Keine Ahnung, man kann die anklicken. Mach mal. Nee. Warum? Weil ich mein Schiff nicht einsauen will. Einsauen will? Naja, wer wenn's mich rausschmeißt, wer weiß, was mit meinem Schiff passiert. Spielstand gelöscht, nochmal von vorne. Was soll da groß passieren? Ich weiß es nicht. Okay, ich klick's an. Es ist dann deine Schuld, wenn das Gameplay hier endet. Die Rettungskapsel ist momentan nicht verfügbar. Das ist auch deine Schuld. Warum? Du hast dich bestimmt da drin versteckt und hast Angst vor mir. Dann würde ich mich lieber auf dem Schlachtkreuz als in der scheiß Rettungskapsel verstecken. Kannst dich auch bei meiner Wett verstecken. Die ist immer offen für neue Bekanntschaften. Das wollte ich nicht öffnen. Ich habe Missionsgegenstände. Habe ich hier immer noch roten Matrix-Splitter? Warum auch immer? Währung. Tech-Fragment 730 von 10.000. Dracul-DNA Kanister 2 von 2.000. Flottenauszeichen. Wohlstandstoken Imperial Casino Chips. Aha.